Hallo meine Lieben, das nächste Video ist ein Workout nur für die Arme, für definierte, schöne, schlanke Arme. Wir brauchen nur zwei Hanteln dazu und haben ein paar Übungen, die wir nacheinander durchstehen. Wir brauchen keine Matte, wir machen das alles so. Wir fangen in 10 Sekunden an. Schaut, dass ihr Gewicht nehmt, was nicht ganz so schwer ist, weil wir sind jetzt die ganze Zeit dran. Und wir fangen an, die Arme seitlich hoch. Ja, Bauchnabel immer schön zur Wirbelsäule, Schulter tief, Nacken lang, Scheitel zur Decke, dass wir einen langen Nacken machen. So, und erstmal nur die Übung. So, alle Übungen machen wir 30 Sekunden. Sehr gut, die nächste Übung seitlich, also eigentlich hier nur. Ja, und los. Ja, das kann man mal ganz schnell morgens machen, sich die zwei Hanteln greifen und einmal mit mir die ganzen Übungen durchgehen. Ja, es sind 16 Übungen, also zu schaffen. Sehr schön. Noch 8 Sekunden. Sehr schön. Hanteln hier hin, ja, schön weit Ellbogen nach außen. Und nach oben. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Noch 8. Noch 5. So, die nächste Übung. Boxer, lauf nach oben, ja? Und hier, im Gehen, die Handchen schön weit nach oben schmeißen. Noch 10 Sekunden. Schön nach oben, richtig raushauen. Und noch 2. Sehr schön. Geht schon schön in die Arme. Nächstes Bizeps Curl. Ja? Und hier. Versucht die Spannung immer im Bauch zu halten. Die Schulter tief, den Nacken lang. Sehr schön. Die Arme hier vornehmen, so, bisschen in die Knie, Bauch rein und seitlich hoch. Noch 15. Noch 3, 2, 1. Und ihr könnt natürlich die Übung oder das immer wieder machen und nehmt euch nur schwere Hanteln. Nächste Übung. Hoch, rausstrecken und runter. Nochmal hier. Hoch, raus, wieder zurück, runter. Hoch, raus, wieder zurück, runter. Ja, das Programm könnt ihr wirklich so oft machen und auch länger, auch wenn ihr die Muskulatur schon vergrößert habt, dann nehmt ihr halt einfach nur schwerere Gewichte. Ja? Nächste Übung, ein Arm nach oben, ein nach unten, zurück, 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 zurück. Und noch 15. Immer die Spannung im Bauch behalten, ja? Schulterblätter tief, den Nacken lang. Ihr könnt ein bisschen in die Knie gehen, so ein bisschen nur, ne? Dass ihr nicht ganz durchstreckt.
Sobald ihr durchstreckt, geht ihr meistens ins Hohlkreuz. So, Bizeps Curl. Schnell hoch, langsam runter. Schnell hoch, langsam runter. Schnell hoch, langsam runter. Und noch 14. Noch 3, 2, 1. Und wir nehmen den Hammer Curl. Hammer Curl ist hier so. Die Handeln gucken nach vorne und Oberarme eng am Körper. Und hier. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch 14. Bauch rein, Schulterblätter tief. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Handeln nach hinten zum Trizeps. Ja, und hier. Hoch und wieder runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Hoch. Noch einmal. Sehr schön. Die nächste Übung ist Bizeps abwechselnd. Ja, abwechselnd. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Und wechseln. Und noch 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Rechtes Bein nach hinten und wir boxen. Zack, zack. Ja, nach 15 Sekunden wechseln wir das Bein, dann ist das andere Bein vorne. Ja, jetzt haben wir das linke Bein vorne und gleich haben wir das rechte Bein vorne. Und wir wechseln. Rechtes Bein vorne und boxen. Sehr schön. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Knie. Ellbogen nach hinten. Ja? Und hier eins, zwei. Eins, zwei. Nach hinten auch wieder für den Trizeps. Sehr schön. Wieder die gleiche Übung, die zweite vom Anfang, seitlich hoch. Ja. Vorletzte Übung und dann seid ihr fertig. Ja. Und das kann man jeden Tag machen. Ja, sagen wir mal jeden zweiten Tag. Der Muskel braucht hier auch eine Eintags- zur Regeneration. Aber das ist schnell gemacht. Ja. Habt ihr einmal so weit wie möglich alle Übungen durch. Sehr schön. So, und jetzt kommt das letzte. Schön tief und nochmal nach vorne boxen. Und jetzt so richtig, ihr wisst, ganz ohne Boxen kann ich nicht. Richtig nach vorne. Zack, zack. Als ob ihr wirklich boxen würdet. Sehr schön, wir sind fertig, ja, Arme ausschlagen, mal ein bisschen Cooldown, ein kleines, ganz kleines, nur schön ausstrecken, mal seitlich,
mal anwinkeln und auch nach hinten gehen, Bauch trotzdem rein, Becken nach vorne. Ja, nach vorne die Hand und mal dehnen. Und wechseln die andere. Und nach hinten mal und die Schultern nach hinten und ziehen. Und mal die Schultern kreisen nach hinten. 5, 4, 3, 2, 1 und nach vorne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die rechte Hand zwischen die Schulterblätter hier und ziehen, schön tief ziehen, ja, hier tief ziehen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wechseln, linke Hand zwischen die Schulterblätter und ziehen, hier, als ob er mit der Hand an der Wirbelsäule entlang nach unten wollt, ja, und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal lockern, ausschlagen die Arme. Nochmal öffnen. Mit der rechten Hand nach links. Schulter und Abstand zwischen Schulter und Ohren bleibt ganz groß, ja, dass er die nicht hier ranzieht, sondern weg. Und zieht. Ihr könnt auch hier halten und schön ziehen, dass ihr hier die Dehnung spürt. Ne? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nochmal schön ausschlagen und hier auf die andere Seite und die Schulter immer schön tief. Ne? Es hilft nichts, wenn ihr das hier ranzieht, sondern schön tief ziehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal ausschlagen die Arme. Ein und aus. Ein und aus. Nochmal über Kreuz, nochmal ein, aus, ein, aus. Und nochmal ausschlagen. So, das war im Endeffekt ganz schnell und ganz kurz und ganz knackig. Ein schönes Training für die Arme mit Gewichten. Ja? Wer keine Gewichte hat, nimmt sich halt eine Flasche mit Flüssigkeit. Ne? Dann sind es ungefähr ja, ein bisschen mehr als ein Kilo. Kommt natürlich immer darauf an, ob es jetzt eine Flasche ist, aus Glas oder aus Plastik. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns wieder, auf jeden Fall. Tschüss!